Infinity Slayer. Mann, ey. Was macht der denn da? Der steht da einfach sinnlos rum. Ich meine, warum joint man im Game und dann... Ah! AFK Mates, Alter. Fette Scheiße. Ah, jetzt bewegt er sich. Klasse. Und damit herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung oder auch Hallo Internet. Und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay-Commentary in Halo 4 von meiner Wenigkeit. Und wir spielen hier schöne kleine Runde Halo 4, wie ihr schon seht. Infinity Slayer, die Runde ist uralt. Keine Ahnung, ich hab's mir noch hier gecaptured gehabt und da stand dann irgendwie ein ganz netter Score dabei. Hab ich mir gedacht, komm, nimmst du das? Du hast gerade Bock auf ein Commentary. Und heute ist der 26.02. Und morgen ist ein Tag, der ist ganz besonders. Nämlich Altweiber. Ja, Freunde, morgen ist Karneval. Und dann geht das hier los, ne, ein bisschen Gulch und so. Und Düsseldorfer Karneval wird in meinem Fall wahrscheinlich eher gefeiert. Ich hatte auch mal überlegt, nach Köln rüber zu fahren. Weil, das, um das auch mal so zu erleben, einfach. Ja, weil, klar, man hat es schon mal so gesehen und so, aber, naja. Gut, aber Karneval wird ja auch gar nicht überall in Deutschland so krass gefeiert, muss man sagen. Also hier in NRW, wo ich wohne, ja, bei Düsseldorf, da bist du ja wirklich im Zentrum. Ja, oder Köln ja noch krasser teilweise. Da bist du ja wirklich mittendrin. So. Und die Jecken sind da wieder voll am Start. Es wird sich verkleidet. Ja, ist schön für Kinder und so weiter und so fort. Aber es wird auch gesoffen ohne Ende. In meinem Alter dann eher. Und ich muss sagen, ich freue mich irgendwo drauf. Muss ich mal ein bisschen kurz rumklicken. So. Ich freue mich irgendwo drauf, aber irgendwo ein bisschen Angst hat man trotzdem immer, ne? Man denkt sich so, boah, wenn ich wieder so voll bin, oder vielleicht doch andere, da kann so viel schief gehen. Ja? Bei Schlägereien angefangen oder bei peinlichen Anrufen oder Nachrichten, die man verschickt oder geschickt bekommt, wo man sich am nächsten Tag nur noch fragt, was soll? Und das ist dann alles immer nicht ganz so einfach. Gut, ich muss sagen, dass mir sowas relativ, also zum Beispiel mit Anrufen oder Nachrichten, relativ selten passiert und ich es auch gut vermeiden kann, irgendwelche Schlägereien anzuzetteln, das sowieso, und auch in welche reinzukommen. Aber man weiß ja nie, ne? Und wenn da irgendwas von Freunden oder so noch ist, das Probleme gibt es immer und man will ja nicht, oder man da irgendjemand nach Hause bringen muss. Das kann im Nachhinein immer ganz lustig sein, aber kann auch unschön enden und vor allem, ja, wenn man einmal tragen muss, ist auch nicht immer ganz so lustig, dann währenddessen so. Im Nachhinein zu erzählen, dann kann man da echt herzhaft drüber lachen, aber währenddessen ist ja dann doch immer ein bisschen nervig da so. Aber mein Gott, ich sag mal so, Karneval ist nur einmal im Jahr, ne? Und da muss man das ja auch mal ausnutzen. Also ich bin da jetzt nicht so einer, der sagt, nee, feiern und so, muss jetzt nicht sein. Doch, muss schon sein. Ja, aber trotzdem. Ich freue mich drauf, aber irgendwo so einen kleinen Gedanken im Hinterkopf behalte ich mir auch immer mal so. Vorsicht, nicht alles komplett eskalieren lassen, obwohl doch teilweise schon, aber so, ihr wisst, was ich meine, so ein bisschen doch kurz aufpassen und so. Weil ganz ungünstig ist es dann, wenn man mit Freunden irgendwo ist, alle Rotze voll sind und einer irgendwie gerade am Sterben ist. Und dann hat keiner mehr die Kontrolle. Ist dann nämlich immer relativ ungünstig, ne? Möchte ich mal so meinen. Aber gut, ne? Ich meine, ich bin jetzt auch in einem Alter, wo man die größten Experimente schon hinter sich hat. Und deswegen, ja, ne? Man trinkt halt und so. Viele von denen, mit denen ich rumhänge, kennen auch halbwegs ihre Grenzen. Klar, an sowas wie Karneval überschreitet man die vielleicht ein bisschen. Ja, wahrscheinlich schon.
Aber jetzt nicht so sehr, dass man da komplett stirbt. Zumindest nicht die Leute, mit denen ich dann da rumhänge, weil ja, die wollen jetzt auch nicht, vor allem nicht am ersten Tag, komplett zerstört dann erstmal sein wieder für einen Tag und sterben und alles vollreiern und so. Das ist nicht unbedingt das Ziel. Ja, und wenn man sich halbwegs unter Kontrolle hat, dann geht das auch. Hat man vielleicht ein bisschen Kater am nächsten Tag, aber das steckt man dann so weg und ist auch okay. Das Schlimmste sind ja dann teilweise noch die Eltern, die sich dann noch extrem Sorgen machen. Hey, was ist, wenn du da umkippst und so und bla. Und das ist ja dann. Ja? Aber, mein Gott, mir passiert sowas eh nicht so oft, dass ich da irgendwie, ne, komplett zerstört, umfalle und gar nichts mehr kann. Weil man ist schon immer gut voll und teilweise, wenn man dann so was macht. Aber, ne, wie gesagt, es ist wie mit allem im Leben eigentlich. Man darf es nur nicht übertreiben. Genau, so viel so ein bisschen zu Karneval. Allgemein, ja, in letzter Zeit ja nicht ganz so viel hier. Aber wie auch der Gwert schon auf Twitter hat verlauten lassen, ja, kommt so das ein oder andere. Mehr sage ich jetzt auch nicht dazu, weil, ne, aber es kommt. Und wir gucken mal und wie das so weitergeht hier. Und bei Zeiten dann. Ja, genau, Twitter. Ich twitter in letzter Zeit auch relativ viele, muss ich sagen. Weil ich jetzt endlich mal angefangen habe, Twitter-App, die ich für mein Windows Phone habe, endlich auch mal zu benutzen. Regelmäßig. Und das ist eigentlich ganz gut. Und deswegen, wer Interesse hat, schaut einmal in die Beschreibung und followt mir mal auf Twitter. Und ja, würde mich sehr freuen, weil Twitter einfach irgendwie awesome ist. Ich stelle das immer wieder fest und ich war auch eigentlich schon immer der Meinung, dass Twitter geil ist. Aber ja, weiß auch nicht, warum ich es nicht so viel benutzt habe. Jetzt benutze ich es endlich. Und ja, das Gameplay war ja ganz nett. Ich habe es mir jetzt nochmal hier angeguckt. War ja okay. Wobei ich ja sagen muss, dass ich in letzter Zeit natürlich nicht so viel Halo 4 gespielt habe. Ich habe doch in jüngster Vergangenheit wieder ein bisschen mehr gespielt. Forza 5 zum Beispiel oder die Titanfall Beta. Und so, die mir gut gefallen hat, natürlich. Ich bin gespannt auf das Game. Muss ich mir immer noch vorbestellen. Ich vergesse das immer wieder. Ich will es aber eigentlich machen. Und ja, bin mir da jetzt relativ unschlüssig. Ja, und meine 360 dann wieder anzuschalten, das ist momentan eh blöd. Ich erkläre euch jetzt mal folgende Situation, die ich habe. Ich habe nicht das größte Zimmer. Ja? Dann habe ich jetzt, eine Xbox One hier stehen, hammergeil. Eine Xbox 360, immer noch ein super Teil. Und eine PS3, die ich glücklicherweise günstig erwerben konnte. Ja, wenn momentan steht es hier alles so querbeet irgendwie rum und alles total unordentlich. Das ist eh so komische Charaktereigenschaft von mir. Ich bin total unordentlich, stehe aber drauf, wenn es ordentlich ist. Ich hab's gerne ordentlich und bin auch total der Ordnungsfetischist in manchen Dingen. Schon fast, könnte man sagen, ja, doch. Und finde Ordnung und Bam und alles so schön untereinander und so total super. Bin teilweise, aber vor allem in meinem eigenen vier Wänden, total unordentlich. Das macht für mich einfach keinen Sinn. Ich verstehe mich einfach selber nicht. Warum? Gut, ich habe auch einfach nicht so mehr, total wenig Zeit. Und wenn ich dann Zeit habe, möchte ich anders nutzen als zum Aufräumen. Wobei man ja sagen muss, wenn man einmal richtig aufgeräumt hat und dann so jemand ist, ne, der holt was raus oder stellt irgendwas wohin, wenn das dann direkt wieder wegräumen würde, dann wäre es ja nicht das Problem. Aber wenn man es so macht wie ich, ah, dann irgendwie morgens so, fuck, ich muss los und dann ah, schnell die Wäsche irgendwie noch da hinlegen und gut ist und dann nach Hause kommt und ah, ich muss jetzt wieder weg und ne? Dann sammelt sich das so und dann ist irgendwann so, oh Scheiße, ist das unordentlich hier. Fuck, das geht gar nicht. Und dann räumst du wieder auf, das dauert dann eine halbe oder dreiviertel Stunde oder eine Stunde. Und dann denkst du, yeah, schön ordentlich. Und anderthalb Wochen später sieht es wieder genauso aus. Ja, das ist hart Scheiße im Alltag. Aber gut, jetzt bin ich von Karneval zu, wie so ein Themenübergang funktioniert, frage ich mich manchmal immer wieder.
Das ist extrem seltsam, worauf man in Commentaries, wenn man einfach so ins Mikrofon labert, immer kommt. Okay, ich habe auch manchmal so sehr seltsame Themenübergänge, aber Videos, Commentaries, aber manchmal ganz besonders. Da ist man nämlich immer in so einem komischen Redeschwall, der dann so tief irgendwo im Innersten sitzt und dann kommt der so. Dann denkst du dir so, ho, ho, ho. Krass, über was für seltsame Themen man so labern kann. Ich weiß, es gibt viele Kommentatoren, die das anders handhaben, die dann mehr so ein Thema behandeln und das dann wirklich strukturiert und so. Klar, wollte ich eigentlich auch mal wieder machen. Problem ist, es ist alles so ausgelutscht und die meisten Themen, was Gaming angeht, die man dann in Commentaries auch besprechen könnte, die sind so oberflächlich. Ja, das trifft's. Ich meine, ja, da kann man, wisst ihr, da sind dann Reviews oder von mir aus Analysen, sonst was, ein bisschen tiefsinniger noch. Aber wenn er im Gameplay einfach so, wow, ich habe halt wieder Halo 4 gezockt und so. Ja. Cool. Fresh. Exciting. Deswegen finde ich es eigentlich mal ganz nett, so ein bisschen so rumzudriften in dem ganzen Themenwirrwarr, den die Welt so für uns bereithält. Und ja, gut, aber ich will das jetzt hier nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich werde jetzt, glaube ich, noch einen Commentary machen. Aber ich will das hier nicht unnötig in die Länge ziehen. Geht schon über 10 Minuten. Ich wollte eigentlich unter 10 Minuten bleiben. Verdammt, wieder nicht geschafft. Fail. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen, mal wieder was von mir zu hören. Wie gesagt, wir sind da so ein bisschen am Plan und am Stissel. Und ja, folgt mir auf Twitter. Gedankenindoktrination, folgt mir auf Twitter. Okay. Link in der Beschreibung. In der Beschreibung. Link zu meinem Twitter-Account. In der Beschreibung. Okay. Genug davon. Und vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und so. Hey. Gut. Also, wenn ihr wollt. Ne? Das war's. 12 Minuten sind überschritten. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Sinn.